Hallo liebe Hungrige, heute soll es ein fruchtiges, nämlich mit Aprikosen zubereitetes Curry geben. Die Herkunft ist etwas unklar, denn es gibt sowohl aus Südafrika als auch aus Indien ähnliche Rezepte. Meins ist mehr oder weniger eine Eigenkreation, doch das ist ja auch egal, Hauptsache es schmeckt und das kann ich euch schon mal versprechen. Wir brauchen dafür Hähnchenschnitzel, es würde übrigens auch mit Pute schmecken, Kokosmilch, am besten gesüßte. Solltet ihr gar keine Kokosmilch bekommen, es funktioniert auch mit Schlagsahne und notfalls auch mit saurer Sahne, doch dazu sage ich später noch etwas. Wir brauchen Naturjoghurt, Gemüsebrühe, Frühlingszwiebeln, möglichst reife Aprikosen, Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker, Currypulver und gemahlenen Koriander. Wir beginnen mit den Vorbereitungsarbeiten, schneiden also zuerst das Fleisch in mundgerechte Stücke. Die gewaschenen und halbierten Aprikosen schneiden wir in schmale Spalten. Und als letzte Vorbereitungsmaßnahme werden die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe geschnitten. In einer Pfanne erhitzen wir nun ca. 2 Esslöffel Öl, geben dann die vorbereiteten Fleischstücke hinein und braten diese unter gelegentlichen Rühren rundherum kräftig an. Dann geben wir die geschnittene Frühlingszwiebel mit hinein, ebenso wie die Aprikosenstücke, rühren alles durch und dünsten auch diese kurz mit an. Jetzt löschen wir alles mit der Gemüsebrühe ab, gießen die Kokosmilch mit hinein, geben auch den Naturjoghurt mit hinzu, verrühren alles, lassen es kurz aufkochen und dann für ca. 8 Minuten köcheln. Wir streuen reichlich von dem Currypulver darüber und rühren dieses ein. Wir würzen kräftig mit Pfeffer und Salz und schmecken dann noch mit Koriander und einer Prise Zucker ab. Solltet ihr statt Kokosmilch saure Sahne verwendet haben, dann empfiehlt es sich zusätzlich, um die Säure zu reduzieren, etwas mehr vom Zucker oder noch besser einen Teelöffel voll Honig und eventuell auch noch etwas Tomatenmark hinzuzugeben. Alles nochmals gründlich miteinander verrühren, für etwa eine weitere Minute köcheln, aber nicht mehr aufkochen lassen. Und schon ist unser Hähnchen-Aprikosen-Curry fertig. Als Beilage bietet sich Basmati oder auch wie von mir verwendet Wildreis an. Um diesen geschmacklich weiter anzupassen, gebe ich auf den heißen Reis etwas Butter und füge dann noch Currypulver, ebenso wie ein wenig Kurkuma hinzu. Dann alles nur noch miteinander verrühren. Und nun kann serviert werden. Wie ihr sehen konntet, die Zubereitung geht schnell vonstatten und ist eigentlich auch gelingsicher. Und das Ergebnis, also ich finde, lecker. Viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls euch jedoch ein anderes Curry lieber ist, vielleicht ein indisches Putencurry oder auch das Lieblingscurry des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.